Hallo liebe Menschen, willkommen zum ersten Video im Triaterra-Blog. Ich bin Marco Heckel und möchte Ihnen in diesem Kanal Terra Preta und effektive Mikroorganismen, kurz EM, erklären und auch zu meinen Lieblingsthemen, zu meinen anderen Lieblingsthemen sprechen, die Begrünung der Erde und die weltweiten positiven Entwicklungen dazu. Heute geht es um Bokashi und den Bokashi-Eimer und das Produkt. Was ich dazu erklären möchte, ist dieser Bokashi-Eimer hier. Da haben wir ein Set mit zwei Bokashi-Eimer, einmal den und noch einen. Zwei Bokashi-Eimer und eine Schaufel dazu, ein Messbecher und eine Kelle zum Festdrücken des Materials und ein Eimer Triaterra-Streu. Das ist in unserem Shop das Bokashi-Eimer-Set mit jeweils zwei Eimern und einem Eimer Triaterra-Streu. Ja, und vielleicht zuerst mal, was ist Bokashi? Bokashi ist ein japanisches Wort, heißt fermentiertes organisches Material. Das heißt allerlei, also alles mögliche fermentiertes organische Material, und die Japaner sind, sag ich mal, sehr große Fermentierer und sehr interessante Landwirte, sag ich mal, so die besten Bauern der Welt fast, zusammen mit den Südkoreanern oder den Koreanern prinzipiell. Und ich kann mich noch an Geschichten erinnern von Masanobu Fukuoka. Masanobu Fukuoka, ein berühmter japanischer Bauer, der von japanischen Märchen erzählte, wo Bauern, wenn sie zum Markt gingen, auf dem Rückweg nicht etwa leer zurückgekommen sind, sondern jeden Strohhalm, der am Straßenrand lag, aufgelesen haben, und die Bauern, die das getan haben, oder dieser eine spezielle Bauer, der das getan hat, der wurde dann reich, weil einfach sein Boden so gut mit Nährstoffen versorgt war, dass er entsprechend viel geerntet hatte, einen fruchtbaren Boden hatte und dementsprechend es ihm und seiner Familie gut ging. Also sprich, dieses Kreislaufdenken und die Wiederverwendung aller organischen Reststoffe, die ist ganz tief drin in diesem japanischen Bewusstsein, und die sind ja auch erst ein bisschen später, ein paar Jahrzehnte später, also ich mal, als die Deutschen oder die Europäer von der Landwirtschaft zur Industriegesellschaft gekommen. Sprich, dass die Großmutter, der tut es da immer noch im Leibe weh und den jüngeren Generationen auch, wenn sie organisches Material wegschmeißen müssen. Und dementsprechend war eine der großen Anwendungen von EM, effektiven Mikroorganismen, das kommt ja aus Japan, entwickelt von dem japanischen Professor Higa. Eine der ersten großen Anwendungen war Bokashi-Eimer. Bokashi-Eimer als Möglichkeit, organische Abfälle im Haus zu konservieren, zu lagern, sodass sie nicht schlecht werden, nicht faulen, und die man dann bei Gelegenheit in den eigenen Garten, auf die eigene Landwirtschaft bringen konnte oder auch der Kommune, der Stadt abgeben konnte. Und heute wohnen die meisten Japaner in Hochhäusern und engen Städten, und wie gesagt, da blutet ihnen das Herz, wenn sie die organischen Stoffe nicht wiederverwerten können. Da kommt das her, Bokashi, ein japanischer Begriff, und EM kommt ja auch aus Japan, ist vor über 30 Jahren effektive Mikroorganismen in Deutschland angekommen. So, was ist Bokashi? Bokashi ist im Grunde Sauerkraut aus Abfällen. Und nicht mal Abfälle, es kann sogar alles mögliche andere sein. Man kann auch Futter zu Bokashi machen, kann man zum Beispiel Körnerfutter für Hühner bokashieren oder so. Aber im Wesentlichen meint der Begriff heute in Deutschland, dass man damit Abfälle, meistens Küchenabfälle, Milchsäure fermentiert wie Sauerkraut. Kurz gesagt, Sauerkraut aus Abfällen. Das ist Bokashi. Und warum auch nicht? Wenn wir den Kohlkopf Milchsäure fermentieren können, warum sollen wir den Kohlstrunk oder die Kartoffelschalen oder die Gurkenschalen oder die Salatreste oder die Brotreste, warum soll man die nicht auch Milchsäure fermentieren? Kann man. Wie Sauerkraut. Also Sauerkraut aus Abfällen, das ist Bokashi. Und dann vielleicht noch ein bisschen zur Erklärung, welche Möglichkeiten der Abbauprozesse
es für organisches Material gibt. Und da ging es bisher eigentlich, ne, das ist das, was der Gärtner gelernt hat, was viele Landwirte verinnerlicht haben, was selbst an den Instituten und Universitäten so ausschließlich gelehrt wurde. Man kann mit Abfällen im Wesentlichen zwei Sachen machen, mit Sauerstoff, mit Luft oder ohne Sauerstoff, ohne Luft können diese umgesetzt werden. Und das eine mit Sauerstoff ist die klassische Heißkompostierung, die Rotte. Macht man möglichst locker, soll möglichst viel Sauerstoff rankommen. In professionellen Kompostwerken wird das noch öfter gewendet. Und dabei findet eine überschießende Oxidierung statt durch Mikroorganismen und Pilze. Dadurch kommt auch relativ hohe Temperaturen zustande, wenn es perfekt läuft. Und das ist die aerobe Umsetzung von Kompost und organischem Material. Dann gibt es die anaerobe. Das war dann gedacht, dass es Fäulnis oder ist Verfäulnis. Ohne Sauerstoff, da entsteht Geruch, Gestank, es entstehen Giftstoffe, Schwefel, Wasserstoff, Ammoniak und andere Verbindungen, die giftig sind, Bakteriengifte. Auch Krankheiten können sich in diesem Milieu vermehren. Also eigentlich ein großes Problem und auch die Nährstoffe gehen da verloren, zum Beispiel in Form von Ammoniak in die Luft. Die beiden Sachen kannte man, das dachte man so, dann war natürlich klar, Fäulnis will man nicht. Das macht Riesenprobleme, auch für die Pflanzen, auch für den Boden und natürlich für den Gestank, Geruch und für uns. Und zieht Fliegen an und so weiter. Auf der anderen Seite aerob mit viel Luft, jawohl, das ist gut, das wird hygienisch. Daraus kann man Kompost machen. Aber da haben wir ja vergessen, dass es im anaeroben Bereich ohne Sauerstoff ja noch einen anderen Prozess gibt, der ja von uns auch täglich verwendet wird, nur dass man ihn bisher nicht mit Abfällen in Verbindung gebracht hat, nämlich die milchsäure Fermentation. Wir machen es mit Sauerkraut, wir machen es mit Käse, Joghurt, Sauerteig, es gibt alle möglichen, in der Landwirtschaft mit Silage, also auch Tierfutter, milchsäure fermentiert. Alle möglichen Sachen werden milchsäure fermentiert. Und warum macht der Landwirt das, Silage mit Sauerkraut? Silage mit milchsäure Fermentation, sein Gras oder Mais, grünen Mais mit milchsäure Fermentation silieren, konservieren. Warum machen wir das mit Joghurt, mit Sauerkraut? Erster Punkt, wir konservieren. Sauerkraut hält sich Jahre, Silage hält sich Jahre, wird nicht schlecht, wird sauer. Milchsäurebakterien wandeln Zucker um in Milchsäure und Essigsäure und andere Sachen. Aber im Wesentlichen Milchsäure. Und wenn es dann so sauer ist, pH-Wert 4 oder tiefer, 3,5, vielleicht mal 4,5, wenn es dann so sauer ist, ist es stabil. Ist es so sauer, dass da die Milchsäurebakterien auch aufhören zu arbeiten, weil sie sagen, jetzt ist genug, mehr kann ich nicht. Und die anderen Organismen, Pilze und so weiter, solange da wenig Luft rankommt, passiert da nichts. Solange es sauer bleibt und unter Luftabschluss lagert, ist es quasi ewig haltbar. Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Also es konserviert. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, es geht praktisch keine Energie verloren, so gut wie keine Energie verloren. Während bei der aeroben Kompostierung ganz viel Energie und auch Nährstoffe, wie Stickstoff und andere Sachen werden eventuell ausgewaschen, Kalium, Phosphor, Magnesium. Während bei der aeroben Kompostierung mit viel Sauerstoff, mit Hitze, mit starker Reduktion des organischen Materials, während dabei viel Energie verloren geht, wird Sauerkraut ja nicht warm, bleibt so kalt wie es ist. Das heißt, hier, die Umsetzungsprozesse hier erfordern kaum Energie, die Milchsäurebakterien zapfen sich nur 3% der enthaltenen Energie ab, um sich selber zu ernähren. Und ansonsten machen die gar nichts, konservieren das nur, den Zucker in Form von Milchsäure. Super effizienter Prozess, kein Verlust von Nährstoffen, fast kein Verlust von Energie. Perfektion. Und nicht nur das, dass wir kaum Energieverluste haben, wir haben auch kaum Nährstoffverluste. Man sieht das eben an dem Kompost, ne? Wenn man eine normale Menge Kompost hat, dann schmilzt der zusammen, organisches Material hat. Graschnitt oder was auch immer und man kompostiert den, dann schmilzt das zusammen auf ein Drittel, auf ein Viertel. Also auf richtig viel weniger Material als vorher.
Das ist verbrannt. Das haben die Mikroorganismen, die Pilze zu CO2 und Wasser gemacht, ab in die Atmosphäre. Stickstoff, ganz oft auch, werden die Proteine abgebaut, werden die Eiweiße abgebaut. Auch das geht in die Luft. Also das, nicht nur, dass die Energie verloren geht, der gespeicherte Zucker umgesetzt wird, auch die schiere Masse wird stark umgesetzt. Das heißt, Nährstoffe und andere Sachen gehen in der Heißkompostierung eher verloren als in der Milchsäurefermentierung, wo praktisch alles noch erhalten ist. Und nicht nur, dass die Nährstoffe erhalten bleiben, sie werden tatsächlich besser verfügbar. Wir kennen das von Sauerkraut, die Story von James Cook. Wenn Sie noch nicht gehört haben, werde ich sie Ihnen auf diesem Kanal garantiert noch mal ein Dutzend Mal erzählen. James Cook, ein ganz berühmter englischer Seefahrer und Kartograf des Pazifiks und so weiter. Der war einer der Ersten oder der Erste, der auf seinen Schiffen bis dato im 18. Jahrhundert, 1760, 70, war es normal, dass auf einer mehrjährigen Seereise drei Viertel der Besatzung stirbt. Das war Standard. Und zwar stirbt an Skorbut, an Mangelernährung. Die haben Schiffszwieback gegessen und Pökelfleisch und quasi nichts Frisches bekommen. Vor allen Dingen fehlte ihnen Vitamin C. Und James Cook hat als einer der ersten Ratschläge von Ärzten, die damit experimentiert haben, angenommen und hat Sauerkraut mit an Bord genommen. Unmengen an Sauerkraut und hat mit ein paar Tricks die Seeleute auch dazu gebracht, dass sie das essen. Und der Mann hat auf seinen jeweils dreijährigen Seereisen, ich meine auf seiner ersten Seereise hat er genau drei Leute verloren von über 100 Leuten, die letztendlich durch Unfälle oder durch Kämpfe ums Leben kamen. Aber man sieht schon, er hat keinerlei Leute durch Skorbut verloren und er hat täglich Sauerkraut zum Grundnahrungsmittel gemacht bei denen. Die mussten also jeden Tag Sauerkraut futtern, 200, 300 Gramm und mehr. Das heißt, nicht nur, dass Frischkohl konserviert ist, sondern in dem Sauerkraut ist ein Prozess losgegangen, der Vitamine, Antioxidantien angereichert hat. Milchsäurebakterien produzieren in diesem Sauerkrautprozess, in der Fermentation, produzieren sie Vitamine und Antioxidantien. Übrigens nicht für uns, was ja auch schön ist, wir können die dann nutzen, aber tatsächlich machen sie das für sich, weil Milchsäurebakterien keinen Sauerstoff mögen. Sauerstoff ist für die Gift und um sich vor Sauerstoff, vor allen Dingen dem Sauerstoffradikalen zu schützen, sättigen sie ihre ganze Umgebung, die ganze Lösung drumherum, in dem Fall eben das Sauerkrautfass oder das Bokashi, die Küchenabfälle, mit selbstproduzierten Vitaminen und Antioxidantien. Wenn Sauerstoff rankommt, ein bisschen, dann wird das weggefangen davon und dann ist alles wieder gut. Wenn wir das vorher essen, dann können wir diese Vitamine und Antioxidantien aufnehmen. So ist also in Sauerkraut ein Mehrfaches an Vitamin C verfügbar für den Menschen als im Kohl. So ist Sauerkraut, wir können aus Sauerkraut 30% mehr Energie ziehen in der Verdauung als aus dem ursprünglichen Kohl, weil die Milchsäurebakterien das für uns schon aufgeschlossen haben. Und wir können nicht nur Vitamin C und mehr Energie, wir haben auch eine Flutung natürlich mit guten Mikroorganismen, mit Milchsäurebakterien des Darms, aber die produzieren eben nicht nur die zwei, drei bekannten Vitamine, sondern eine Bandbreite an auch heute noch gar nicht untersuchten oder bekannten Antioxidantien, die alle in natürlichen Gleichgewicht zusammenwirken und zusammen natürlich nochmal sehr viel stärker wirken als jedes für sich allein. Also die Milchsäurefermentation hat also gewaltige Vorteile gegenüber Fäulnis sowieso, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Das ist großer Energieverlust und Nährstoffverlust und Giftstoffproduktion, aber auch gegenüber der normalen aeroben Kompostierung. Die normale aerobe Kompostierung bläst die Energie, den Zucker in die Atmosphäre, wird einfach heiß, ist wie eine Verbrennung, reduziert das organische Material extrem und dabei geht auch ein Großteil der Stickstoffreserven in diesem organischen Material verloren. Wir können ungefähr davon ausgehen, dass wenn Sie die gleiche Menge Küchenabfälle
oder irgendwelche Abfälle kompostieren und die gleiche Menge Milchsäure fermentieren und direkt Milchsäure fermentiert an die Pflanzenwurzel bringen, dann haben sie ungefähr den dreifachen Düngeeffekt. Das ist unsere Erfahrung. Aus dem gleichen Material bekommen sie ungefähr den dreifachen Düngeeffekt raus, wenn sie das direkt Milchsäure fermentiert einsetzen, als wenn sie das vorher zu krümeliger Schwarzerde, zu krümeliger Komposterde kompostieren. So. Und das Interessante ist, dass die Verdauung der Pflanze über die Wurzel im Grunde ähnlich funktioniert wie unsere Verdauung. Also wir wissen, dass wir Sauerkraut besser verdauen können, aber das gilt für die Pflanzenwurzel ganz genauso. Im Grunde ist die Pflanzenwurzel ein nach außen gestülptes Verdauungssystem. Das Verdauungsorgan der Pflanze ist der Boden. Und interessanterweise sind es ganz ähnliche Mikroorganismen, nämlich Milchsäurebakterien, ganz dominant, die auch bei der Verdauung der Pflanzenwurzel die führende Rolle haben, nicht nur bei der Verdauung im menschlichen Darm. Die Milchsäurebakterien helfen also auch der Pflanze zu verdauen und tatsächlich auch Energie aufzunehmen aus dem organischen Material. Es ist falsch, wird falsch gelehrt auch in Lehrbüchern und Universitäten und Schulen, dass Pflanzen nur komplett mineralisierte Nährstoffe aufnehmen. Das ist definitiv nicht so, nur CO2, Wasser und gelöste Nährstoffe, sondern Pflanzen können ganz klar auch Zucker aufnehmen, nehmen Vitamine auf aus dem Boden, nehmen also höher komplexe organische Materialien auf, die relativ energiereich sind und holen sich dazu noch die Energie von der Sonne. Aber wenn man energiereich jetzt zum Beispiel Bokashi in den Boden bringt, dann ist das für Pflanzen wie Sonne von unten. Dann können sie die Hälfte oder ein guter jedenfalls ihrer Energie, müssen sie nicht über Sonnenlicht kriegen, sondern können tatsächlich einen Teil der Energie direkt aus dem Boden, aus dem organischen Material ziehen. Also da ist unsere Verdauung, die Verdauung der Pflanze, gar nicht so unterschiedlich. So, was ist der Vorteil von Terra Preta Bokashi? Das habe ich jetzt mal normales Bokashi geschrieben, Bokashi, Sauerkraut aus Apfeln, ne? Und dann haben wir vor einigen Jahren eben kennengelernt, Mensch, das kann man ja noch einen Schritt weiterführen. Man kann daraus Terra Preta Bokashi machen. Das heißt, ein Bokashi, was mit Holzkohle gemacht wird und mit Holzkohle und Gesteinsmehl und auch EM, diesen Mikroorganismen. Die Mischung von EM ist halt sehr gut in der Lage, alles mögliche Milchsäure zu fermentieren. Ich will mal gucken, dass das hier nicht rauskippt, aber das ist unsere Triaterra-Streu. Triaterra-Streu ist eine Mischung aus Holzkohle, Basaltgesteinsmehl, Zeolitgesteinsmehl und EM-Keramikpulver ist drin und effektive Mikroorganismen. Also auf so einen 10 Liter, auf einen 10 Liter Beutel haben wir 1 Liter Triaterra aktiv, diese effektiven Mikroorganismen drauf, beziehungsweise auf so einen 3,5 Liter Eimer, also 5 Liter Eimer mit 3,5 Liter, 4 Liter Triaterra-Streu für 9 Euro haben wir dementsprechend 350 Milliliter, 400 Milliliter Triaterra-Aktiv drauf. Also Mengen. Hier sind richtig große Mengen von diesen effektiven Mikroorganismen drin, die hier mit reingemischt sind. Und natürlich als wesentlicher Bestandteil Holzkohle. Und was macht die Holzkohle? Wenn wir normalen Kompost machen, wenn wir einen normalen Kompost ausbringen, auch normalen Bokashi, Mist, was auch immer. Wenn wir das in Gartenboden oder in der Landwirtschaft ausbringen, haben wir immer das Problem, dass wir im Grunde wie Sisyphus gegen die Zeit arbeiten. Haben wir 1, 2, 3 Jahre nichts gemacht, aber ich sag mal so nach spätestens 2, 3 Jahren sind die organischen Stoffe im Bokashi, im Kompost komplett vererdet, komplett nicht nur vererdet, sondern mineralisiert, also sprich Mikroorganismen, Pilze und so weiter haben das komplett umgewandelt zu Wasser, Kohlendioxid und gelösten Nährstoffen. Es ist kein Humus mehr übrig, wenn wir nicht regelmäßig jedes Jahr, jedes zweite Jahr spätestens organisches Material stark zuführen in den Gartenböden oder Ackerböden, dann sinkt da also der Humusanteil auf ein Minimum ab, bis man irgendwann nur noch tote Böden hat. Und das heißt, man kann humusreiche Böden aufbauen, aber man muss sehr arbeiten, man muss viel, viel organisches Material die ganze Zeit reinbringen. Und wie gesagt, wenn man dann ein paar Jahre,
zwei, drei Jahre die Hände in den Schoß legt, ist man wieder, kann man wieder von vorne anfangen, dann ist alles wieder weg. Und das ist der Schlüssel mit der Holzkohle. Holzkohle baut sich im Boden nicht ab, ist wirklich über Jahrtausende im Boden stabil. Holzkohle wirkt im Boden wie Humus, speichert Nährstoffe, speichert Wasser und ist ein wunderbarer Lebensraum, geschützter Lebensraum in den Poren für Mikroorganismen. Und wenn wir Holzkohle mit in den Bokashi machen, mit in die Küchenabfälle mischen, dann entsteht daraus nicht ein normaler Bokashi, der dann im Boden komplett veratmet wird relativ schnell, sondern es entsteht ein Terra Preta Bokashi, eben organische Abfälle, Milchsäure fermentiert mit Holzkohle. Die Holzkohle ist perfekt aufgeladen mit Nährstoffen und Mikroorganismen. Und die Holzkohle, Stückchen im Boden, das Holzkohlepulver im Boden, ist dann wie eine Humusfabrik. Das ist das, was die Holzkohle macht. Nicht nur selber wirkt sie wie Humus, sondern sie fördert im Boden auch die Humusentwicklung. Wie ein Katalysator fördert die Holzkohle im Boden die Humusentwicklung und wandelt mehr von dem organischen Material in Dauerhumus um. Das heißt, plötzlich drehen wir das ganze System um. Vorher haben wir wie Sisyphus den Berg, den Stein, den Berg hochgerollt und immer wieder kam er zurück und wir mussten von vorne anfangen. Jetzt geht's bergab. Mit der Holzkohle können wir dem Stein einen Stoß versetzen und die Holzkohle im Boden arbeitet noch Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte, nachdem wir tot sind, arbeitet diese Holzkohle, diese perfekt aufgeladene Holzkohle im Boden weiter und reichert den Humus da immer weiter an. Bis man im Extremfall zu diesen Böden kommt, wie im Amazonasgebiet, bei den Amazonas-Indianern, dass man dort extrem humusreiche Böden schafft, die über Jahrtausende stabil sind. Genau, also das ist die Idee oder die Praxis mit dem Terra Preta Bokashi. Beides, normaler Bokashi und Terra Preta Bokashi, beides sind gute Dünger, die schnell wirken und wirklich stark wirksame Dünger sind. Aber der Terra Preta Bokashi hat noch den zusätzlichen Effekt, dass er Langzeitwirkung hat und langfristig Terra Preta im Boden etabliert und diesen Prozess in Gang bringt. Sprich, der Stein von Sisyphus rollt den Berg hinab und wir müssen nur noch hinterherlaufen und die Tomaten und die Gurken einsammeln. Ja, wie funktioniert es so genau? Zum Bokashi haben wir gehört dazu eine Kelle zum Festdrücken. Das ist ein Auffangbecher, um eventuell den Sickersaft aufzufangen und ein Dosierschaufel, die ist dann einfach für das Triaterra-Streu da, um die Triaterra-Streu hier in den, immer wieder auf den Bokashi-Küchenabfälle zu machen. Und die Praxis ist so, dieser Eimer, im Grunde kann man auch in einem ganz normalen Eimer Bokashi machen. Man muss nicht unbedingt Bokashi-Eimer haben. Der Punkt ist, dass bei der Bokashierung, wenn Material, Küchenabfälle, Milchsäure fermentiert werden, fällt ganz typischerweise ein Sickersaft an. Und erstmal kann man mit diesem Sickersaft ganz gut arbeiten, man kann ihn sehr gut nutzen als Dünger, als Flüssigdünger, gießt den 1 zu 100 verdünnt, 1 zu 50 verdünnt, seine Zimmerpflanzen, kann man draußen auch damit gießen oder man nutzt den auch WEM, man kann damit Abflüsse geruchsfrei kriegen, die frei fressen lassen sozusagen von den Mikroorganismen. Man kann den auch als Impfung auf den Kompost bringen und da die Mikrobiologie ganz enorm kann. Also man kriegt hier typischerweise einen Sickersaft raus. Und wenn die Küchenabfälle bei Bokashi in ihrem Sickersaft stehen, unten, also wenn man hier keinen Ablauf hätte und die würden einfach unten in der Suppe stehen, dann ist die Gefahr, dass das umkippt und fault größer und deswegen haben die Japaner schon vor einigen Jahrzehnten das System entwickelt, dass sie die Sickersäfte abfließen lassen. Also deswegen hat der Bokashi-Eimer einen Abfluss. Wenn man das Material von vornherein sehr trocken wählt, beziehungsweise auch vielleicht mehr Triaterra-Streu nimmt oder das Material vielleicht vorher ein bisschen antrocknen lässt oder so, wie der Bauer in seinem Silagehaufen, dann braucht man nicht unbedingt einen Ablauf. Dann kann man einen ganz normalen Eimer nehmen, macht die Mischung trocken genug, bokashiert auch, kann auch wunderbar Milchsäure fermentieren, kein Problem. Aber typische Küchenabfälle, wenn man die frisch da reinmacht, produzieren Sickersaft und der wiederum kommt dann hier unten raus und kann hier täglich abgelassen werden. Das ist dann der entsprechende
Becher dazu, um das abzulassen. Und damit das ablaufen kann, dicht schließender Deckel, damit man entsprechend einen guten Luftabschluss bekommt. Ein Sieb, das eingesetzt wird in den Eimer. Unten ist der Ablauf, dann kommt das Sieb, dann kommen die Küchenabfälle, Schicht für Schicht, so wie sie anfallen, jeden Tag, vielleicht sammeln jeden Tag einmal am Tag rein. Dann vom Volumen her ungefähr 10% Triaterra-Schale rein, sprich jedes Mal eine Schaufel mit drauf. Und am Schluss reicht dieser 3,5 Liter Eimer für mindestens zwei Bokashi-Eimer. Wir streben so ungefähr 10% an, das sind hier 16 Liter Inhalt in diesem Eimer. Sprich, hier kommt 16 Liter Küchenabfälle rein, 1,6 Liter jeweils Triaterra-Streu dazu, dann haben wir das perfekte Verhältnis. Wenn es ein bisschen mehr ist, dann fällt weniger Dickersaft an. Wenn es ein bisschen weniger ist, funktioniert das auch. Man kriegt dann aber nicht so eine konzentrierte Terra Preta, das heißt, man kriegt nicht ganz so viel Humus in den Boden. Aber es funktioniert auch mit weniger Triaterra-Streu. Wichtig ist noch dann die Kelle. Damit, wie der Maurer, stampfen wir das alles ein bisschen fest, damit die Luft da nicht so gut rankommt. Und dann machen wir den Deckel wieder zu. Dann ist der Bokashi-Eimer irgendwann voll, sage ich mal so nach ein, zwei Wochen, vielleicht auch drei, vier Wochen, egal, ist der voll. Dann wird das letzte Mal der Deckel zugemacht, letztes Mal verdichtet, letztes Mal zugemacht. Dann gibt es in dem Zweier-Set eben einen zweiten Bokashi-Eimer, dann lässt man den ersten noch ein, zwei Wochen stehen. Diese Milchsäurefermentation geht recht fix. Also gerade wenn es warm steht, ist das eigentlich nach einer Woche gut durch. Wenn man zwei Wochen hat, ist die Milchsäurefermentation komplett abgeschlossen. Aber schon nach einer Woche könnte man das Material eigentlich verwenden, wenn man wollte. Und gerade wenn man eben alle seine Küchenabfälle zu Bokashi, zu Terra Preta Bokashi verarbeiten will, dann ist der Wechsel von einem Eimer zum anderen immer ganz gut. Dann kann der, macht man den in ein, zwei, drei Wochen voll, stellt den in die warme Ecke, macht die nächsten in ein, zwei, drei Wochen voll und bringt das dann raus in den Garten. So, was macht man dann mit dem Bokashi-Material im Garten? Das ist ja quasi dieses Sauerkraut. Ne? Es riecht auch sauer, ne? Je nachdem. Die Triaterra-Streu nimmt viel Gerüche auf, dass es nicht so extrem wie Sauerkraut riecht, aber es riecht tendenziell fermentiert und sauer. Und dieses Material, der ideale Weg, ich habe es gesagt, ist es direkt an die Wurzel der Pflanzen zu bringen. Direkt zur Beetvorbereitung zum Beispiel, bevor man Kartoffeln einsetzt, unter die Reihe Bokashi. Ne? Also kann man rechnen, hier ein so ein Bokashi-Eimer 16 Liter reicht für, wir rechnen so 3 Liter pro Quadratmeter, ist eine gute Düngung, bis 5 Liter. Das ist also selbst wenn es nur 1,5, 2 Liter sind, ist auch schon gut. Bis 5 Liter mehr muss auf keinen Fall sein, pro Quadratmeter. Also 1 bis 5 Liter pro Quadratmeter Bokashi, normal wäre so 2, 3 Liter Bokashi pro Quadratmeter. Das heißt, dieser Eimer 16 Liter reicht für 6 Quadratmeter. 6, 7 Quadratmeter. Der wird entsprechend, ne, muss in den Boden rein, dass es bedeckt wird, also 10, 20 cm. Man macht einen Graben und macht das da rein und macht dazu. Dann pflanzt man da seine Kartoffeln drauf. Man kann das mit ins Hochbeet reinmachen und entsprechend eine Erdschicht drüber, wenn man so ein Hochbeet anlegt. Man kann das auch Löcher machen, einfach im Beet, wenn die Pflanzen schon stehen. Sagen wir mal, man hat da schon eine schöne Kürbispflanze, möchte der ein bisschen was Gutes tun. Dann buddelt man ein bisschen Abstand, 20, 30 cm von der Kürbispflanze, ein Loch, versenkt da 5 Liter Bokashi. Die Kürbispflanze findet das mit ihren Wurzeln, wächst dahin, bedient sich, geht ab wie Schmitz Katze. Also man kann das selbst in Beete stauden, am Rand von Rosenstauden oder Büschen, gucken, dass man nicht die großen Wurzeln verletzt, aber dann ein, zwei Spaten tief rein, ein Spaten tief reicht normalerweise, Bokashi versenken, Erde wieder drauf, die Pflanze kann sich da bedienen und man hat langfristig eine Tasche, erst schon mal, nicht nur, dass es im ersten Jahr ganz viel Nährstoffe der Pflanze bringt, ganz viel Energie, sondern das bleibt dann ja auch, anders als bei normalem Bokashi oder Kompost, haben wir im zweiten, dritten, vierten Jahrhundert, bleibt da eine Tasche von Terra Preta, die immer einen höheren Nährstoffgehalt haben wird, immer Bodenleben anziehen wird, immer feuchter ist,
weil sie einfach entsprechend mehr Bodenleben hat und mehr Wasser speichern kann und mehr Nährstoffe speichern kann. Wenn man das dann irgendwann im ganzen Garten gemacht hat, hat man dann eben überall Terra Preta. Ein Klassiker wäre noch die Anwendung bei Obstbäumen. Kann man am Rand der Baumscheibe, macht man dann entsprechend Löcher, zwei Spaten tief, Spaten mal Spaten mal Spaten, 25 mal 25 mal 25 cm, zwei Spaten tief, versenkt da so einen halben oder ganzen Bokashi-Eimer drin, macht das je nach Größe des Baums zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Der Baum findet das mit seinen Wurzeln, der riecht das sofort, da kommen die kleinen, feinen weißen Suchwurzeln und merken sofort, dass da was los ist, wachsen darauf hin, bedienen sich dort und man wird im ersten Jahr nach dieser Düngung, wenn man das jetzt zum Beispiel im Frühjahr macht, wird man merken, Mensch, der treibt ja mit einer Kraft aus, der hat plötzlich ein viel stärkeres Grünwachstum und treibt viel mehr neue Äste und Blattmasse aus. Und oftmals dann auch schon im ersten Jahr viel mehr Früchte, spätestens dann im zweiten Jahr entsprechend mehr Früchte durch die höhere Blattmasse und so weiter. Also eine ganz wunderbare Variante, auch alte Bäume wieder zu vitalisieren, dass die wieder Power bekommen, dass sie nochmal richtig loswachsen, ist also in deren am Rande der Baumscheibe, da wo man keine Wurzeln mehr großartig verletzt, Bokashi einzugraben. Die ineffizienteste Variante mit Bokashi umzugehen, wenn es denn im Winter alles gefroren ist oder man hat einfach zu viel, man kann nicht alles eingraben. Die ineffizienteste Variante ist, Bokashi dann im Anschluss aerob zu kompostieren. Also dann auf den Komposthaufen zu bringen und weiter aerob zu kompostieren mit Sauerstoff. Also das wird dann entsprechend auch warm, setzt sich um, wird zu krümeliger schwarzer Erde. Bokashi sieht noch aus wie die Abfälle. So wie Sauerkraut noch fast so aussieht wie der Kohl, nur ein bisschen labbrig. Genauso sieht Bokashi aus wie die Küchenabfälle, die man reingetan hat. Sieht noch ganz genauso aus. Riecht nur sauer, ist ein bisschen labbrig, ist nicht schlecht geworden, fault nicht. Ist einfach nur sauer und die Küchenabfälle noch voll sichtbar und erkennbar. Erst wenn das in den Boden kommt, direkt zu den Regenwürmern, direkt zu den Pilzen, an die Luft kommt oder eben auf den Kompost kommt, dann, die riechen das auch von weit her, die Bodenlebewesen, die Würmer, die kommen meterweit, mehrere Meter weit und riechen das und kommen dahin und bedienen sich, setzen das um, innerhalb von wenigen Wochen wird das Humuserde, wird das krümelige Erde. Entweder auf dem Kompost, aber da hat wiederum, haben die Würmer auf dem Kompost was davon, aber die Pflanzen nicht so viel, oder idealerweise direkt an den Bäumen, direkt an den Büschen, direkt im Boden, in den Beeten. Ein Test, den wir da zum Beispiel gemacht haben, was kann man alles da reinmachen? Und man kann alles da reinmachen. Alles, was organisches Material ist, kann man ins Bokashi machen. Und damit alle meine ich Hundekot, Katzentoilette, meine ich Fleischreste, meine ich Knochen. Knochen werden sich nicht auflösen, aber alles, was noch an Resten an den Knochen dran ist, wird umgesetzt und die Knochen und Boden werden mit den Jahren und Jahrzehnten dann komplett verfallen. Wunderbarer Nährstoffspeicher, gerade für Bäume oder Büsche, wenn man das darunter vergräbt. Gekochte Sachen. Auch wenn es ein bisschen verschimmelt ist oder ein bisschen verfault ist, ruhig mit rein, ein bisschen mehr Triaterra-Scheu rein, wenn das schwieriges Material ist. Bananenschalen, kein Problem. Zitrusfrüchte, Zitrusfrüchteschalen, Zitronen, Orangen. Alles mit rein. Fällt dir noch irgendwas ein? Es gibt kein organisches Material. Wir können auch Papier mit reinmachen. Regenwürmer fressen mit Begeisterung Papier. Das ist das Erste, was die Regenwürmer fressen werden im Boden. Würde ich das nicht als Grund, also jede Menge davon reinmachen, weil das ist ja auch immer ein bisschen mit Druckerfarbe und so, die ist zwar heute nicht mehr Schwermetall belastet, aber man muss es ja nicht übertreiben mit den nicht organischen Zusätzen. Aber ein bisschen Papier, Küchenpapier auf jeden Fall und dergleichen kann auf jeden Fall mit rein, wenn mal eine Eierverpackung mit reinkommt, kein Problem, ein bisschen Zeitungspapier, auch kein Thema. Solange das jetzt nicht überhand nimmt. Also alle organischen Stoffe können mit rein, können wir diese Milchsäurefermentation unterziehen. Wenn es schwierige Materialien sind, ein bisschen mehr Triaterra-Streu, damit der Prozess auf jeden Fall positiv gesteuert wird. Und
noch eine Geschichte zu den Zitrusfrüchten. Das ist ja immer die große Frage, darf ich Schalen von Zitrusfrüchten drauf machen? Ja, darf man, auf jeden Fall soll man. Das ist eigentlich ein wunderbares Material. Ich weiß sogar, in Israel wird das Schalen von Zitrusfrüchten fermentiert und gefüttert. Milch soll fermentiert und Schweinen gefüttert. Das funktioniert wunderbar. Wir haben hier mal einen Test gemacht bei einem unserer EM-Stammtische in Falkensee mit einer ganz experimentierfreudigen EM-Anwenderin, EM-Gärtnerin. Die hat sich ohne Ende Zitrusfrüchte-Schalen in diesem in einem Einkaufszentrum, in einem Saft, frischen Saft Shop da geholt, die, wo da ja eimerweise von diesen Zitrusfrüchte-Schalen anfallen, hat sich die geholt, hat die mit EM Milchsäure fermentiert, noch ohne Kohle damals, da haben wir noch ohne Kohle gearbeitet, hat die mit EM Milchsäure fermentiert, hat die in den Boden eingegraben und ist dann nach 4 Wochen wiedergekommen, hat mal mit dem Spaten nachgeguckt, was ist dann da los, hat nichts mehr gefunden von den Zitrusfrüchte-Schalen, alle verschwunden, aber dafür ein riesen Dickicht an Regenwürmern, die sich da offensichtlich wieder Feste gefeiert haben und das in 0,6 alles weggeputzt haben. Ja, auf Zitrusfrüchte-Schalen gibt es mitunter bestimmte Giftstoffe, die da, also Wachse und andere Sachen, die da angewendet werden. Die sind aber alle biologisch ganz gut abbaubar, also gut abbaubar. Und wenn wir so eine intensive Mikrobiologie haben, wie in diese Milchsäure-Mikrobiologie bei der Fermentation von Bokashi, dann muss man sich eigentlich um diese Giftstoffe keine Sorgen machen. Der beste Schutz gegen Giftstoffe im Boden ist ein lebendiger Boden. Der kann, sei es selbst Dioxine und alle möglichen exotischen Giftstoffe, kann der abbauen. Das dauert vielleicht ein paar Monate, also sehr schnell in den Bokashi-Prozess, weil die Mikrobiologie da so intensiv ist. Aber ein lebendiger Boden ist die Versicherung gegen Giftstoffe. Das Problem, dass sich Giftstoffe im Grundwasser anreichern oder in Äckerböden anreichern, ist immer das Problem, dass die Böden nicht mehr lebendig sind. Die sind so schwachbrüstig, haben so eine schwache Mikrobiologie, so wenig organisches Material, was umgesetzt wird, dass sich auch die Giftstoffe dann nicht mehr abbauen. Aber prinzipiell sind all diese Giftstoffe abbaubar, biologisch abbaubar, und das, was man herstellen muss, ist eine starke Mikrobiologie, und dann sind die auch weg. Also das bisschen Gift, was wirklich minimale Mengen, das ist eigentlich ein theoretisches Problem, was auf Zitrusfrüchten oder Bananen ist, da lachen die Bikornissen drüber. Das verknuspert die zum Frühstück. Ich sag mal so, alles, was sie nicht sofort umbringt, das verdauen die Mikroorganismen ohne Probleme. So, Nutzung im Garten haben wir, Hochbeet, Bäume eingraben. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, das Komplettsystem, 2 Bokashi-Eimer mit entsprechend dem Becher, der Schaufel und dem der Maurerkelle hier, mit der man das entsprechend festdrückt, damit da wenig Luft reinkommt von Anfang an. Dieses System kostet mit 2 Eimern 69,90 und mit einem Eimer 45,90. Bei dem System mit einem Eimer ist dann oftmals nehmen wir dann so eine Tasse, mit der man das auch festdrücken kann. Gibt es dann so eine Tasse dazu, mit der man das dann festdrückt, oder eben die Kelle, je nachdem, was man da für ein System erwischt. Genau, 69,90, 45,90, oder wenn Sie experimentierfreudig sind und sagen, ich kann auch mein Bokashi so steuern, dass es trocken genug ist, nehmen Sie einen ganz normalen Eimer, nehmen Sie Triaterra-Streu dazu. Triaterra-Streu, da ist dieser Eimer gut 3,54 Liter im 5-Liter-Eimer, reicht für 2-3 Bokashi-Eimer. Wir haben einen 10 Liter Beutel Triaterra-Streu, der reicht für 6 bis 8 Bokashi-Eimer. 18 Euro 10 Liter Beutel. Also das sind die Sachen, die da für Sie in Frage kommen. Und dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit den Küchenabfällen, und damit können Sie schon mal anfangen, Quadratmeter für Quadratmeter die Erde um Sie herum in Terra Preta zu verwandeln. Nicht nur für Sie und Ihre gesunden Pflanzen und Ernten, sondern auch für die nächsten Jahrtausende Kulturen, die gar nicht mehr wissen werden,
wer wir waren, werden sich noch darüber freuen, dass man an diesen Orten mehr erntet und besser leben kann, weil sie da Terra Preta Bokashi in den Boden eingebracht haben.